Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Vampire Masquerade Bloodline. Nicht Bloodline, Redemption. Okay, wir können mit Luther reden. Oder, Moment, wir haben doch Silberarmband. Aber wir sollten doch mit ihm reden, oder im... Ketten anbringen, Moment. Wer hat die Ketten? Weshalb kehrt ihr zurück? Betätigt den Schalter dort drüben, um das Licht einzulassen, auf das Gottes prächtige Sonne ein letztes Mal auf mich scheint und alle kainitischen Sünden von mir wäscht. Beeilt euch! Die Sonne geht wohl mehrmals auf und unter, ehe ihr eine solch einfache Aufgabe erfüllt. Okay, irgendein Hebel? Ich sehe keinen Hebel. Okay, der geht durch die Wand. Oder... Ah, vielleicht weiter oben. Ah, jetzt ist die Tür hier offen. Also sollte es jetzt gehen. Gut, wir zerstören zuerst die hier. Zur Hölle mit euch! Ja. Gut. Das hätten wir hier. Okay, ist das der Hebel? Scheint so. Und jetzt? Ah, noch dort drüben eins. Endlich! Erlöst! Okay. Machen Sie... Okay, das hätten wir. Wir dürfen natürlich nicht hier hingehen. Wir gehen jetzt einfach wieder nach Hause. Okay. Zumindest ist das das Einzige, was wir noch machen können, oder? Ja, ja. Oder... Ihr habt mir gute Dienste geleistet. Ich stehe in eurer Schuld. Doch wurde ich nicht zum reichsten Kaufmann Wiens, indem ich meine Schulden beglich. Solche Ausgaben belasten meine Buchhaltung. Außerdem will ich die Kunde vom Tod des La Sombra dem Herzog selbst überbringen. Bringt sie weg! Okay. So sagt mir zumindest, ob die Tremere Aneska etwas antaten. Das ist eure einzige Sorge, wenn ihr versklavt werdet? Das Wohl eines anderen Sklaven? So, ihr müsst mir Eigennutz entwickeln, wollt ihr das Martyrium überstehen? Sagt mir, ob man Aneska etwas angetan hat. Och, wer soll so etwas wissen? Wenn das Silber in mein Säckel fließt wie Wasser, habe ich keine Zeit, mich um den Verbleib einzelner Sklaven zu kümmern. Wenn Aneska etwas geschehen ist, werde ich euch auf grausamste Art vernichten und sollte es 1000 Jahre dauern. Ziemlich impertinent für einen Sklaven. Wir werden sehen, ob ein paar Wochen des Hungers euer heißes Blut abkühlen. Ihr habt meinen Schwur vernommen, ihr verkommener Schacherer lebenden Fleisches. Wohlan, ich habe zu viel Zeit mit euch verschwendet. Ich kann diesen Käfig nicht zerschlagen. Er scheint unzerstörbar. Nein, ich will nicht wieder zurück in ein Tremere-Verlies. Dann leiht mir ein wenig eures Blutes. Ich habe einen Plan, doch zu dessen Durchführung brauche ich alle Kraft. Nehmt so viel ihr braucht. Okay, Leichenwiederbelebung.
Haha. Frei! Wie süß ist die Freiheit! Ich habe noch eine Rechnung mit diesen Deutschrittern zu begleichen. Sie sprechen schlecht über meine Heimat und ich muss sie erschlagen, bevor die Einwohner denken, wir wären alle ehrlose Schurken. Süß ist die Freiheit! Und noch süßer wird ihr Blut sein. Okay, sie haben eine Verdunklung. Hatten wir das nicht schon? Okay, 5000 Punkte. Ich würde gerne in Trinken investieren. Sowie in Blutteilung und dann der Reste. Okay, was? Chef, die Vampirsinne, ja. Geschwindigkeit. Könnte. Verdunkelung. Wegen des Blutes, blutige Eskapade. Das will ich irgendwann mal nach oben treiben, aber zuerst will ich hier. Wir machen die letzten Punkte da rein. Okay. Dann unser Freund hier. Der ist. Verdunkelung. Ja, geht nicht. Geht auch nicht. Blutheilung. Wir können es voll machen und der Rest wird hier eingesackt. Sie ist intelligent, aber brauche für hier noch. Wie sieht es bei Trinken aus? Ein Punkt mehr. Hier will ich auch so hoch. Dann geistesschärfe Wahrnehmung. Ich glaube. Oder was braucht man für hier Brand? Intelligenz. Okay. Gut, nur Intelligenz. Dann gebe ich die anderen Punkte hier rein. Unser Freund hier. Sinnstärke. Lied der Ruhe verringert die Rasereistufe und bewirkt Zufriedenheit bei gewählten Wesen. Okay, er hat Geschwindigkeit, Seelenstärke und Tiergestalt. Kann er machen? Nebelgestalt. Dann wird Geschick ein bisschen hochgetrabt. Das hierauf. Dann kann er. Blutstärke. Vielleicht könnten wir so und. Manipulation von 50, okay. Sonst können wir mit dem da nichts machen. Dafür nehmen wir. Nichts. Im Moment ist das gut so. Okay. Fliehen Sie aus dem Stützpunkt der Deutschritter. Gut. Und Sie lassen uns noch die Waffen und all das ganze Zeug? Tut mir leid, aber ich würde sagen, ich. Der Hunger wächst in mir und mein Tode naht. Ah. Anstelle der Rüstung. Okay, verstehe. Da kommt etwas für den Hals. Gut. Wir gehen einfach zurück. Deutschritter. Sind das Menschen oder Vampire? Wertvolles Blut bleibt mir hier verwehrt. Okay. Schurke! Schurke! Erik? Ah, ja. Erik hier. Okay. Die haben aber Blut, wie es scheint. Nur können wir davon nichts trinken.
Kuhspinnen. Ja, klar. Sonst ist hier nichts mehr. Gut. Dann gehen wir... Oh, Moment. Was ist das? Eine Silberkette. Das kriegt... Sie. Sie hat es verdient. So. Dann zurück zu ihm und weiter geht's. Die Sklaven sind frei. Fangt sie ein. Lasst sie nicht entkommen. Wozu fliehen, wenn wir bleiben und uns an eurem warmen, frischen Blut laben können? Haltet ein! Wertvolles Blut bleibt mir hier verwehrt. Wertvolles Blut bleibt mir hier verwehrt. Verdammt. Okay, die sind... Es scheint eigentlich recht schwach. Ich dachte, es kommt jetzt ein Riesenkampf oder so, aber... Zur Hölle mit euch! Gut. Yeah. Was war das gerade, dieses... Ja! Haltet ein! Haltet ein! Zur Hölle mit euch! Das Tier erwacht! Ah, hier ist ja noch einer. Aber eigentlich keine Gegner für uns. Die anderen waren stärker. Okay, da wir das haben, sind das Ratten zum Aufsammeln? Leichter Helm. Wo ist die Ratte hin? Verdammt. Unser Mitternachtssnack ist weg. Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Stirb! Unhold! Okay, kann man sie nicht beißen, weil sie so Rüstungen haben? Oder wie ist das gedacht? Vollhelm, okay, gut. Wollte nur sehen, wegen... Und so. Wegen und so, genau. Wegen Helm und so. Gut, unsere kleine Zauberin. Die ist die erste, die etwas kriegt an Blut. Alle anderen müssen hinten anstehen. Haltet ein! Schurke! Schurke! Gut. Wir sind eigentlich einfach und schnell getötet. Gut, sonst haben wir hier nichts. Da vorne gibt es... Ah ja, die Tür hier. Ich schreit mich voran. Wertvolles Blut bleibt mir hier verwehrt. Okay, haben wir noch eine... Ich glaube, wir haben keine...
Abgrund. Blutheilung, Abgrund. Abgrund. Nebelgestalt. Erweckung. Gut. Christoph? Okay, wir sind wieder da. Alle wurden hier getötet, das ist gut. Gut, dann nehmen wir das hier hin. Die Dinger brauchen wir eigentlich nicht. Gut. Damit es nicht wieder so knapp wird. Mit dem Heilen. Okay. Hier haben wir nur Smaragde, sonst nichts, oder? Nein, sonst nichts. Gut, gut. Die Tür öffnen. Eine große Kiste. Und ein bisschen Geld. Lederrüstung. Hat sie nicht eine Lederrüstung? Beschlag in einer Lederrüstung. Okay. 55 macht 65 Schaden. Okay. Aber vielleicht ist sie schneller ein besseren. Also sehen wir mal, was noch in der anderen Zelle ist. Da, Ratte. Hier, Christoph. Du kriegst ein bisschen was. Nicht Christoph, sondern Wilhelm. Hier haben wir sonst alles gemacht, was zu tun war. Alle getötet, alles aufgesammelt. Bis auf das hier und das hier. Okay, ich werde langsam ein bisschen verschwenderisch. Da drüben auch noch. Eieiei. Aber gut. Einfach weiter, weiter, weiter nach oben. Wertvolles Blut bleibt mir hier verwehrt. Mhm. Zur Hölle mit euch! Okay. Okay, das ist leider scheiße. Genau das sollte verhindert werden. Deshalb habe ich Heilung. Geistige Berührung. Geistige Berührung, geistige Berührung, geistige Berührung. Oh, Schriftrolle der Erweckung. Christoph? Christoph, wo bist du? Da. Meine Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut. So, wo wollen wir speichern? Genau hier. Was zum... Also gut, was haben wir hier noch? Hier ist nichts. Haltet ein! Na komm! So, da wir alle getötet haben und auch vorhin gespeichert haben,
Können wir in Ruhe das aufmachen? Los, töten! Diese Gutspinnen. Wer kommt auf die Idee, Gutspinnen herzustellen? Gut, wir gehen einfach durch die Gegend und vernichten alle. Gut. Sehr, sehr gut. Die haben einfach keine Chance gegen uns. Und ich würde gerne wissen, was mit Aneska passiert ist oder passiert worden sein tut. Okay, hier ist nichts. Geht es da entlang oder da? Und da vorne ist nochmal ein bisschen Gold am Boden. Verdammt, warum muss ich das die ganze Zeit übersehen? Okay. Aha. Haltet ein! Das ist schön. Einfach rein, Kopf abschlagen und dann weiter geht's. Und sie geben auch noch ein bisschen Silber und so. Ja, ja. Zur Hölle mit euch! Okay, alle getötet und weiter geht's. Das ist einfach seid ihr fertig? Okay, was hat er gemacht? Ist Schattenmantel. Ah, er ist teilweise unsichtbar. Oder besser gesagt, er war teilweise unsichtbar. Gut. Nein, nicht das, sondern das hier. Hier rüber. Mit ein bisschen trinken. Gut, gut. Und jetzt da. Und auch hier wieder kein Problem. Wir vernichten die Feinde, wie sie gekommen sind. Falscher Weg, wir müssen ja da rüber. Wow, ein Einzelner wird gegen uns bestehen. Komm, stirb! Okay, ein bisschen Silbermünzen. Die haben nichts fallen gelassen, die kleinen Spinnen. Die Ghoulspinnen. Haltet ein! Zur Hölle mit euch! Na komm! Zur Hölle mit euch! Auch den wären wir los. Hier drin ist nichts Neues. Dann ab nach oben. Stützpunkt der Deutschritter. Aha. Der Sklaventreiber. Und Sklavenhändler. Der Ritter hat das rein gar nicht zu tun. Na, kommt her, ihr kleinen Biester. Zur Hölle mit euch! Ja, zur Hölle mit dir! Zur Hölle mit euch! Du Wahnsinniger! Okay. Ah.
Schaltet ein. Dort drüben. Ah, jetzt. Jetzt kann man rein. Gut. Sonst vorher also nicht. Und hier ist sonst nichts drin. Gut, von mir aus. Dann gehen wir ein paar Schritte nach vorne und schlachten den hier. Wow. Ah, nur eine Silberhalskette. Haltet ein. Ja, ja. Schurke! Zur Hölle mit euch! Haltet ein! Na komm. Haltet ein! Oh, nächster bitte. Die Hüder muss ab. Schurke! Haltet ein! Okay. Verdammt. Laden, automatisch speichern. Das hier ist so mega lächerlich. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.